Am 13. September wurden die zwei Neuheiten in der Eurosat-Kugel für die Besucher eröffnet. Der Eurosat Cancan Coaster entführt die Besucher nun nach Paris. Der neue Wartebereich führt zum Beispiel durch das Moulin Rouge und ein Atelier. Auch die Fahrt wurde komplett umgestaltet. Im Trommellift gibt es nun zu einer neuen orchestralen Version des alten Eurosat-Soundtracks In a Second Orbit einen Eiffelturm zu bewundern. Die Achterbahnfahrt wird von der Cancan-Musik aus Onboard-Lautsprechern synchron zur Fahrt begleitet. Anfangs durchfuhr man mehrere mit Schwarzlicht beleuchtete Sehenswürdigkeiten des nächtlichen Paris. Diese wurden inzwischen aber ausgeschaltet, da der Park die Dekoration nochmal überarbeiten möchte. Die Soundtracks der neuen Attraktion sind bereits im Online-Shop erhältlich. Auch die zweite Attraktion auf der Rückseite der Kugel wurde eröffnet. Eurosat Coastiality lässt die Besucher mit Roam and Ride eine Weltneuheit erleben. Dabei wird die VR-Brille bereits vor dem Einstieg in den Zug aufgesetzt und eine Pre-Show gezeigt, bevor dann der VR-Ride zum Film Valerian ansteht. Aktuell steht für Coastiality nur ein Zug zur Verfügung. Ein zweiter soll bald folgen. Ein Ticket für die Attraktion kostete zunächst 4 Euro. Inzwischen wurde der Preis auf 6 Euro erhöht. Bei einem Interview auf der EAS in Amsterdam gab Michael Mack neue Infos zur neuen großen Achterbahn bekannt, die frühestens 2021 entstehen soll. Der Park möchte mit der neuen Bahn eine Weltneuheit an den Markt bringen. Sie soll eine Mischung aus mehreren bestehenden Fahrgeschäften, unter anderem den neuen Achterbahntyp Extreme Spinning Coaster von Mack Rides, mit mehreren Kilometern Schiene werden. Es soll auch eine Drehweiche verbaut werden. Auch zu weiteren zukünftigen Neuheiten gibt es neue Infos. In der kommenden Wintersaison wird im Magic Cinema ein neuer 4D-Film gezeigt. Im neuen Film Nachts im Park spielt der Nachtgrab wieder die Rolle des Bösewichts und stürzt den Park nachts ins Chaos. Auch für Alpenexpress Coastiality wird es im Winter einen neuen Film geben. Er handelt von Otto Walkes Ottifanten. Auf der Eurosat-Kugel gibt es in der Wintersaison eine Videomapping-Show. Sie läuft jeweils ab 17 Uhr jede halbe Stunde. Ab der Sommersaison 2019, die am 6. April startet, wird dann noch der Film im Traumzeitdome ausgetauscht. Der neue Film heißt Mission Astronaut und handelt wie sein Vorgänger vom Weltall. Es ist bereits der dritte Film im 2015 eröffneten Traumzeitdome. Für den Wiederaufbau der im Mai zerstörten Attraktion Piraten in Batavia wurde ein erstes Artwork veröffentlicht, welches die neue Eingangsfassade der Familienattraktion zeigt. Offensichtlich wird der Adventure Club of Europe in der Attraktion nach der Wiedereröffnung noch präsenter sein. Im Europapark ist aktuell wieder Halloween-Saison. Neben passender Dekoration, zu der 180.000 Kürbisse gehören, gibt es wieder einige Specials zu entdecken. Mehrere passend gestaltete Attraktionen sowie die tägliche Halloween-Parade verbreiten eine schaurige Atmosphäre. Bis zum 4. November kann man Halloween im Europapark erleben, dann endet die Sommersaison 2018. Auch in diesem Jahr hat der Europapark bei den Golden Ticket Awards die Auszeichnung Bester Freizeitpark der Welt erhalten. Roland und Thomas Mack nahmen den Preis gemeinsam entgegen. Seit 2014 hat der Park diesen Preis damit 5-mal in Folge gewonnen.
Der Preis der Zeitschrift Amusement Today wurde in den USA verliehen. Danke, dass ihr auch diesmal bei den News dabei wart. Eurosat ist zurück und Halloween ist im Europapark angesagt. Ich wünsche euch viel Spaß im Park. Bis zum nächsten Mal. Ciao.